Trick. Jetzt bin ich wirklich tricky. Sie spielt Klavier. Und dann war die Klavier. Was haben wir? Werde doch jetzt mal hier lockig. Ihr Arschlöcher. Macht der, so normalerweise das rollen sich die Frühlingszwiebeln so auf und das sieht ganz cool aus als Deko-Element. Hier werden die nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich habe noch so ein bisschen Zwiebel gebraucht, weil ich hatte nur ein kleines bisschen Knoblauch in der Erdnusssoße, sonst war da kein Zwiebelelement. Und deswegen dachte ich, ist das Deko- und Geschmackselement zugleich. Ich taste mich gerade ganz vorsichtig ans Tartar ran, damit ich nicht noch mal anfangen muss. Und es ist ja ganz schnell verwurzt. Im Solo-Kochen gibt es bei mir ein asiatisches Reh-Tatar. Oh, ich wollte sagen, da stand mich Ponzo auf seinem Tisch. Mit Erdnüssen, mit einem Chicorée-Salat, Wasabi-Creme und ein Paprika-Panko-Crunch. Geil. Vor allem möchte ich meinen Coach beeindrucken, weil ich heute in der ersten Runde nicht so überzeugend war. Und das möchte ich jetzt halt reinbringen, um Ihnen zu zeigen, dass ich es eben auch kann. Und dass er mich zurecht für mich gebossert hat. Sie hast schon wieder alles. Hast du den Blick auf Gesicht? Ich mache gerade den Cookie-Teig. Das mache ich zum ersten Mal in meinem Leben. Mehl. So vieles heute. Das ist gerade die Erdnussbutter. Auch gut immer. Mit dem Ei und dem Zucker verquillt. Und jetzt kommt das Mehl etc. dazu. Mehl. Keine Ahnung, ob das was wird. Ich esse nie Snacks irgendwie. Und wenn, dann Schokolade. Und dann braucht man mir das aber auch nicht machen, sondern ich esse die so. Hier kommen jetzt die Bällchen rein. Das ist jetzt alles schon wieder Freestyle vom Feinsten. Keine Ahnung, was ich hier mache. Das Tartar mache ich aus dem Rinderfilet. Das ist natürlich das beste Stück, sag mal. So, jetzt habe ich ein bisschen Sardellen, saure Gurken, alles sehr fein geschnitten. Jetzt mache ich noch ein bisschen. Ist Tartar nicht per se aus dem Filet immer? Weil es sonst kein Tartar ist? Oder bin ich da jetzt gerade schief gewickelt? Ich glaube, ich würde dir direkt recht geben. Eben, oder? Ist auch immer Filet, oder? Tartar. Sonst ist es halt gehacktes halt oder Hackepeter oder. Beefsteak, Tartar oder Tartar ist Hackfleisch vom Rind, das aus rohem, hochwertigem, sehnenfreien und fettarmem Muskelfleisch Oberschale, also, Unterschale oder Nuss hergestellt wird. Da wird getrickst mit Ober- und Unterschale. Guck mal an. Nee, wieso getrickst? Es geht nur um den Fettgehalt. Gesetzlich ist dabei geregelt, dass ein Fettgehalt maximal 6% haben darf. Ja. Oh, okay, hätte ich jetzt... Du machst so ein Tartar aus so einer Beinscheibe, wo dann jeder einfach so 6 Stunden drauf rumkaut. Wobei, ja, Fett ist ja Geschmacksträger, ne? Ja, aber nicht, also, ne? Schön. Nicht da, nicht Knorpel. Wenn du da so beim Kauen so eine richtig schöne, Achtung, Veganer jetzt einfach mal bitte weghören und Vegetarier, wenn du dann beim Kauen so eine richtig schöne Myelinscheide von so einem Muskel noch zwischen den Zähnen hast, die du dir dann so rausfuhlen darfst. Bah. Beste Leben. Mein alter Küchenchef wird jetzt sagen, Ossi-Soße, da kam aus dem Osten, da gab es nicht die Worcester-Soße, sondern immer Ossi-Soße, bisschen Tabasco. Ich wirklich Worcester gesagt. Da kommt noch ein bisschen Meerrettich rein, ein wenig Ketchup. Aber geil, mach ich genauso. Ein Eigelb, so. Ketchup, Wurstscheiß Sauce. Auf jeden Fall dazu. Senf. Geil. Sandwich geil. Bringt so ein bisschen, finde ich, so die Cremigkeit nachher rein. Worcestersoße heißt das. Den Speck habe ich einfach genommen und habe das dann einfach drumherum gedreht. Wash your sister sauce. Genau, wash your sister sauce. Und mir fällt auch gerade nur ein. The three hardest things to say known to man are I need help, I am sad, and wash your sister sauce. Ich liebe das Ding so sehr. Marianne, wann muss ich den Rücken braten? Wie lange braucht der? Nicht so lange. 3-4 Minuten? 3-4 Minuten. Genau. Okay. Flüssig aufhauen. 2 Minuten, 3-4 Minuten. Wow. Das Solo-Kochen war emotional unfassbar anstrengend. Niemand für mich. Von euch macht Solo-Kochen. Wie viel muss ich Solo den Rehrücken vorher machen? Also, mach das 10 Minuten vorher. Dann schreiben wir uns das doch jetzt mal auf. 10 vor Reh. Marianne ist super sicher, wenn es um Fleisch geht. Ja. Geil.
Im Solokochen gibt es bei mir einen roten Linsentaco, gefüllt mit einem spicy Obstsalat. Okay, es war ein Linsentaco, aber ich dachte, er macht sowas wie Pringles oder so. Das ist so Stapelchips. Wie smart wäre das denn? Frischkäsecreme, Erdnusscrunch und einer Blaubeere in weißer Schokolade. Was ist denn hier vorne eigentlich an der Linsenfront los? Die halten jetzt die Form. Du bist ein Genie, hör mal. Danke. Den Tacos, so wie ich sie mir vorgestellt habe, das ist jetzt Neuland gewesen, bin ich zufrieden. Junge Dame mit dem Tiramisu. Ja, hast du eine Idee für jetzt? Schmeiß doch mal diese Banane in eine heiße Pfanne. Geil. Schneid die klein, schmeiß sie in eine Pfanne, mach Zucker dran. Ja. Alles, was ich gesehen habe, ist toll. Bin gespannt auf die Tiramisu-Geschichte. Ich hoffe, mein Bananentipp war kein Abfall. Das könnte geil das sein. Das ist ein gutes Bild fürs Fernsehen. Das wollen die immer sehen. Kontrolle, Max. Naja. Flambiert oder was? Aber du hast es jetzt nicht in den kalten Käse reingemacht, oder? Doch. Vielleicht. Okay. What? Du hast nichts gemacht. Was blöd war das denn jetzt? Also völlig, völlig unsinnig. Die Hitze wird den Käse flüssig machen. Das stimmt, ja. Aber du machst es schon. Vor allem die Sahne. Shit. Egal, krieg ich hin. Haben wir hier das Wundermittel Xanthan eigentlich? Ja, haben wir. Dann haben wir es ein bisschen angedickt. Zur Hilfenahme des Wundermittels Xanthan. Das ist ein Bindemittel. Pflanzlich. Das Zeug hat jetzt aber auch einen brutalen Stand. Wäre der ganze Löffel gar nicht, hätte ich gar nicht rausgeben können. Ich hätte den Grundstein super gerne heute. Das Problem ist, einfach, wenn das mit Xanthan lange steht, dann hast du zwei Optionen. Entweder die Scheiße wird zu warm und verflüssigt sich wieder und du hast so eine pumpige, klebrige Suppe. Oder das wird Bauschaum. Und zwar richtig Bauschaum. Ein bisschen Selbstbewusstsein noch mal tankt. Ich probier's mal. Das wäre der Richtige. Oh ja. Ich glaub, der ist lecker. Das Arrancieren, da geht es darum, dass Geschmack ins Fleisch geht. Also Fett ist ja Geschmacksstoff. Und ich mache aber jetzt schon den Herd aus, weil die Pfanne ist so heiß, dass ich sie jetzt einfach nicht lange, so das ist eine Alufanne, muss man dazu sagen. Das Aluguss kühlt sehr schnell ich ab. Muss noch Hähnchen frittieren und die Soße noch fertig machen. Marianne, mach Schnitzelfinger. Das sollte nicht sein. Das da! Ja, es gibt keine gute Regel, Paniertechnik. Eine für die Eier und eine für die Himmel. So ist es. Oder die Panko. Die Mary. Jetzt bin ich wirklich tricky. Sie spielt Klavier. Und dann war die Panierklavier. Meine Finger wahrscheinlich kann ich auch. Nach der ersten guten Schicht ist vorbei. Geht weiter. Es geht war durch. Es war einfach dann den Finger kurz ins Fett halten und dann abknuspern. Mit ja, und ablecken. Paul, kannst du den Titel für das Video aufschreiben? Ja. Das Panierklavier? Das Panierklavier. Was weiß ich? Das sind die Schnitzelfinger. Sie das spielt das Panierklavier. Ich will keine Schnitzelfinger sehen. Ich finde aus Versehen Finger paniert ist YouTubiger. Also ich glaube, diese Daten passen sehr geil zusammen. Nicht besser, da sind wir uns einig. Aber YouTubiger. Das war. Ich war froh, dass es überhaupt aussah wie ein Keks. Sehen aus wie diese kleinen Dinger, die man zum Kaffee kriegt. Gar nicht. Ja. Scheiße. Ich kann jetzt eh keine neuen mehr machen. Deswegen muss ich jetzt damit klarkommen. Oh no. So, ich mache jetzt hier gerade die Schokolade. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht. Für die Schokolade mit Chili und Salz habe ich zuerst die Schokolade geschmolzen. Digga, ich schwöre dir, sie ist die Einserschülerin. Oh, ich habe gar nicht gelernt für den Test. Oh, ich habe bestimmt voll die schlechte Note. Es wird bestimmt eine 6. Ja, Wischi, 1 plus. Wettig. Oh, was? Hab ich gar nicht kommen sehen. Ja. Chili klein geschnitten, drüber gestreut und auch Fleur de Sel. Ja, weiß ob das nicht, schmeckt, Digga. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich mach's jetzt einfach. Und hoffe, dass es gut geht. Ich habe mich selbst total verloren. Ich mache jetzt gerade mein Hähnchen. Hart. Und dann frittiere ich einfach mal eins und schau mal, wie es schmeckt. So schlecht gekocht, dass du deine Identität verlierst. Ich mach da jetzt einfach mal 4 rein. Kommt schon! Willst du mal meinen Chicken probieren? Wenn ich deinen Chicken probiere, dann machst du mich wahrscheinlich neidisch. Weiß ich nicht. Doch, safe. Hier? Da geht was.
Ja, Monat, Bock. Lecker auf alle Fälle. Ja, okay. Vielleicht nachher noch ein bisschen Salz drauf. Mhm. Die sind flirty unterwegs. Das ist cool. Ja, sehr knusprig. Also bei mir gibt es heute ein Crispy Chip. Das ist cool, schmeckt voll nach Arsch, aber irgendwie witzig. In der Erdnusspanade dazu ein Zucchini-Mango-Salat mit einer Limetten-Mayo und Möhren-Pommes. Sind alle ganz schön am Rudern, ne? Crunch ist fertig, Frühlingszwiebeln sind fertig, das ist das Topping. Ich glaube, es gibt kein Wort, was so viel Enttäuschung inne hat. Wie das Wort Möhrenpommes. Bin dabei dir. Echt nicht. Bin dabei dir. Außer sie sind gecoated in Schnitzel. Ja, das sind alle aus. Der Lachs liegt jetzt hier noch. Diego, guck dir an. Ich mach nie schon Platz. Ich bin erst fertig. Ja. Geil, Mann. Ich bin organisiert. Sehr schön. Wie läuft's? Ja, ganz okay. Also im Solo-Kochen koche ich eine dunkle Schokomousse, die mit ein bisschen Chili verfeinert wurde. Gewürzperlen von der Mango auf einer Pasoka. Das ist die gesalzene Erdnuss geröstet mit Zucker gemörsert. Feine Streifchen von der Erdbeere. Und nicht zu vergessen, ja, ich mache noch ein Gummibärchen-Sud. Ein Gummibärchen? Nein, ich esse noch ein Gummibärchen. Gummibären. Wir sind bei der Taste. Wir müssen immer alle einen Sud dran machen. Was machen wir? Ein Gummibärchen-Sud. Das ist geil. Das ist von Fruchtgummis ein Sud. Mit ein bisschen Orangenlikör, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Chili. Boah, kann ich gute Nummer sein. Gut ist. Boah, nice. Ja, das kommt mit drauf. Nice. Nein, das freue ich mich. Richtig gut. Ich glaube, damit hast du dich schon mal direkt den Respekt von den Leuten abgeholt. Kannst du schon mal nicht verlieren. Ich finde es ein bisschen langweilig, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern, leider. Aber es sieht schön aus. Mmh. Ja? Max, schmeckt mein Löffel. Das ist die Hauptsache. Da müsst ihr anfangen an, so richtig gelb. 6 Minuten. Digga, für so einen Snacklöffel hättest du auch einfach wirklich eine Scheibe Toast anrösten, bisschen Hela-Ketchup drauf, paar Röstzwiebeln, let's go, Alter. Aber ich finde eine Scheibe so abgepackte ungarische Salami, Alter. Ja. Ihn, ich weiß nicht, Michi wirkt die ganze Zeit so confident und dann beim Anrichten. Ja, ja. Ich setze mich schon ab und zu sehr unter Druck und dann fängt das Gezitter halt wirklich an. Aber. Alter, guck dir an! Scheiße, ich hab nur noch einen Löffel, Alter. Ich hab so muss ich ja umdrehen. Irgendeiner muss mir die Eier treten jetzt! Gesaut. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich. Wie wäre Passwort Zartfisch? Hilfe! Nimm dir doch nochmal hoch. Katrin, 50 Sekunden noch, gell? Okay? Sieht gut aus. Wenn du Passwort Zartfisch sagst, fällt mir nur Halle Berry ein. Nee, mir fällt nur die Szene ein, wie er den Code knacken muss, ja, während er unterm Schreibtisch einen gelutscht so kriegt, gut. Alter. Ach, diese Szene ist so krass. Das ist auch wirklich krass. Beim Solo-Kochen mache ich halt Kalbschnitzel, paniert mit Erdnuss und Panko-Mehl und zwei Erdnussbuttercreme. Die Uhr tickt runter beim Anrichten und es wird wuselig, es wird aber auf einmal entsteht eine totale Stille. Oh Gott, scheiße. Hast du den einen gerade gesehen, den Pralinen? Der sieht aus wie unsere Wurstpraline, die wir bei Copy and Taste mal gemacht haben. Wir haben noch 10 Sekunden. Du meinst unsere geile Referenz an Bonbon aus 6, Wurst? 5. Das Einzige, 3, was wir gekocht haben, was nicht geschmeckt hat. Oh, jawohl! Gott, mich erschrocken, Alter. Ich hab alles drauf. Ey. Geil. Ich hab das hergemacht. Hammer. Alter, das sieht so krank aus. Ja, also das ist so ein goldener Stern. Geil, danke. Gerne, danke dir. Wirklich, gut gemacht. Es hat ultra Spaß gemacht zu kochen mit Max nebenan. Vorsichtig, gell? Den hört er auch so oft, den Satz. Er ist kein super sexy Löffel. Ich hoffe, das ist der Geschmack raus. Und da kann ich euch jetzt mal sagen, aus eigener Erfahrung inzwischen, dieses Tablett zu tragen. Das ist die Verantwortung, ne? Ist so schlimm. So schlimm. Fühl ich. Geschmack rausreißt, dass man beim Geschmack denkt, yay, das will ich beim Football schauen, beim Serie schauen haben. Ich bin recht happy mit dem, was ich produziert habe. Jetzt werden wir sehen.
Also, die Geheimzutaten: Gummibärchen, Erdnüsse gesalzen und Schokolade in den verschiedensten Ausführungen. Ich erwarte vom ersten Solo-Kochen der Staffel 12 ambivalente Löffel. Das kommt. Ich halte nicht mehr aus. Das ist echt spannend jetzt. Ambivalente Löffel, ungefähr 8-mal Hühnchen mit Erdnuss. Mindestens ein Löffel mit Gummizeug dabei. Einer von 15 statistisch gesehen, ja. Aber ich glaube auch, aber ich glaube, dass wir 12-mal Erdnuss haben. Machen wir es mal an. Serie läuft. Ist auf jeden Fall salzig. So. Ich sehe da nichts. Oh, es sieht schon mal gut aus. Das hier war alles sehr gut klar, aus, oder? Ja. Dankeschön. Donnerwetter. Ich hab gleich, das ist Michi, oder? Schön. Ja, das ist. War er die Biene Maya? Ja, doch, doch. Ja? Echt, ja. Dann war es clever, dass er dieses Blümchen draufgepackt hat. So ein gewickelter Schinken. Es ist auf jeden Fall die Nuss. Wow. Viel Schönes, also Liebe zum Detail, schön gemacht, schön angerichtet. Schieb jetzt einfach bitte rein. Nicht so viel reden. Ich hoffe, dass mein Löffel die Coaches einfach feiern und dass ich heute auf jeden Fall weiterkomme. Das ist mein Ziel. Er war beim Kumpner im Team, ne? Das ist Fernsehserie gucken in Italien. Ja, Mann. Das war meine Idee. Ja. Also eine Cremigkeit, die Nuss. Irgendwo kommt auch so eine Säure her. Das ist wirklich, das ist schon so ein Fernsehsnack. Ich finde, das ist so ein bisschen wie ein Dip. Mit ein bisschen Röstbrot, Schinken daneben, Cressini, Radieschen. Cressini. Ja, ja, die Luxusversion. Letztendlich geil. Gibt es unfassbar stark von dem getoasteten Stück Tramezzini. Bin aber von dem Löffel sehr begeistert. Also, da würde ich sagen, davon noch ein paar Löffel mehr, weil wir nehmen auch gleich die zweite Folge der Serie. Okay, kam gut an. Das ist natürlich ein total geiles Gefühl, wenn man von solchen Idolen so ein Feedback bekommt. Also da wird man am liebsten an die Decke hochfliegen. Tim hat schon gesagt, das war jetzt sehr salzig. Man hat Lust, was zu trinken oder eben was Süßes zu essen. Vielleicht auf den nächsten Löffel. Na, wie enttäuscht sind. Einfach Fringe. Einfach Fringe reingedrückt hier. Ja. Jetzt werden wir gucken, ob deine Theorie stimmt mit der Einserschülerin. Na, ist schon einfach auch. Das ist ein Cantuccini, ja? Er ist einfach nur zu lang gebackener Cookie. Oh Gott, ja, das wird schlimm, Mann. Geschmolzene Schokolade drunter. Mein geil wäre es, wenn sie so eine Kaffeenote in die Schokolade gekriegt hätte. Dann wäre es smart, ja, das stimmt, das wäre smart. Richtig schlecht laufen wird für mich. Oh, ich sterbe doch. Auf dem Löffel ist so gut wie nichts drauf. Oh. Also wenn ich jetzt den Film anschaue, das schaue ich dann in der letzten Folge so nebenbei. Ja, um 4.30 Uhr. Kompliment an das Keks. Der Keks war super. Für einen Taste-Löffel würde ich mal sagen, ach, ich hätte jetzt ganz gern vielleicht noch außer dieser eine Johannisbeer vielleicht noch ein bisschen eine andere Säure, vielleicht hier noch ein bisschen was. Ja, man hat einen Teig gemacht, man hat den Keks gebacken und dann hat man Schokolade schmilzen lassen. Bin ich voll bei dir. Und dann war es das. Alles gut. Ich habe Angst, heute nach Hause zu müssen und würde eigentlich aber gerne noch zeigen, gut, dass ich kochen kann. Das Einzige, was sie scheiße fand. Die hat profitiert davon. Sie kocht so gerne und hat zweimal gebacken. Ja, ich glaube, sie hat nur davon gerade vielleicht profitieren können, dass davor halt der salzige Löffel war. Vielleicht rettet ihr das den Arsch. Ja, und ich meine natürlich gebackt getut. Gebackt. Tim, was denkst du? Was zur Hölle ist das? Die Wurstpraline. Es war das Bonbon aus Wurst. Nein, ist doch nicht. Rehrücken. Oh. Ich ahne Schokoladensauce. Dr. Who. Ja, schaut aus wie Reh auch. Ja. Du ahnst richtig. Es ist halt auch so, Knoblauchkresse zum Reh. Kann man mögen oder auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie bewusst drauf ist oder ob es, komm, wir machen noch was Grünes drauf. Tatsächlich wollte ich noch was in die Richtung Knoblauchiges haben, als Ergänzung zum Chutney. Ja,
Ist gut. Oh, Frank hat's gefallen, glaube ich, ne? Mhm. Die Süße, die Schärfe, die Fruchtigkeit ist extrem gut gewählt. Ja. Na. Es geht wunderbar ineinander. Und der Garpunkt ist schön. Ja, es war sehr gut gebraten. Und ich finde auch, dass der Geschmack der Soße und des Gemüses optimal auf blutig gebraten abgestimmt ist. Ich finde, das ist die Luxusklasse dessen, was du beim Seriengucken auf dem Löffel hast. Dass den Coaches der Löffel so super gut geschmeckt hat oder sehr, sehr lecker war, fand ich total schön und beruhigend. Hey. Was könnte das denn sein? Da ist das Bonbon aus Wurst, oder? Kalbsschnitzel. Kalbsschnitzel. Lol, okay, jetzt nicht Hühnchen mit Erdnuss. Ich kann einfach nicht. Chicken McNugget, hä? Ja. Ja, ohne Scheiß ist es, ja? Was gibt's Geiles wie Mitternacht? Chicken McNugget. Ja, stimmt schon. Auch gute Idee. Stimmt schon. Wenn man jetzt konkret so ein Stück Chicken Nugget macht, Kinder, dann lass uns auch eine schöne Mayo dazu machen. Oder eine Mango-Süß-Sauer-Soße. Oder so. Ja, stimmt. Wisst ihr, raue ist bei mir, weil nicht Mayo, nicht irgendwas. Raue ist nämlich auch 4.15 Uhr nach dem Club, letzter McDonald's im Bahnhof hat noch offen, 20er McNuggets geholt. Currysoße, Mangosoße rein, let's go. Lass mich in Ruhe auf der Treppe sitzen am Ostbahnhof und vor mich hin vegetieren. Und mir meine 20er Nuggies ins Gesicht drücken wie ein schön Goblin. Meine 20er McNuggies, Alter, schön ins Gesicht drücken. Richtig würdelos. Es war so, ja, du brauchst ja irgendwas zum Dippen. Grundsätzlich fand ich dieses Nugget, da ging mein Herz auf, wie ich das Nugget gegessen habe. Oh, wenigstens so, Anna. Schön. Dann gucken wir einfach, ob der nächste Löffel sowas kann. Oder süß. Oh, der sieht schön aus. Guck mal, oh, der ist optisch eine 1. Was haben wir da? Retatar, ach, das war Tatar. Er hat uns relativ Schmand. Schmand, auch spannend. Ich sehe es und ich habe jetzt erst einmal in meiner Fantasie noch keine Idee. Es hat so nach Chip, Schalala, Chakalaka, Waka Waka geschmeckt. Oben ist, glaube ich, das Außenleben von diesen Raucherdnüssen. Die wohl in so einem Blusbermandel drin sind. Ja. Da gibt es ja auch diese Packung, wo Erdnüsse drin sind, wo Chips drin sind, wo Brezeln drin sind. Du gehst einmal durch, du hast hinterher die noch Knabberbox. Das in den Fingern von dem Nächsten und da steckst du dir im Mund und so muss es sein. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, also wenn er das getroffen hat, so den Gesamtgeschmack von einer Knabberbox, dann ist der hier Mission accomplished. Schon sehr gut, Alter. Das ist schon sehr gut. Max Strohe mit dabei war. Genauso geht's hoffentlich weiter mit den nächsten Löffeln. Oh. Linsentaco, oh ja. Ah, mit Schokolade, das kann spannend werden. Boy. Das ist eine Heidelbeere in Schokolade. Mit einer Taco. Das ist schwer. Ich finde, nach dem dritten Mal verkauen habe ich nur mehr den Taco im Mund. Ja, der Taco wird halt irgendwann einmal bestimmend, ne? Auch von der Konsistenz dann her. So ein bisschen der Vital-Snack, ne? So ein bisschen wie die, oh nein, die Obstsalatreste zusammengebimst aus dem Kühlschrank und dann schnell noch einen Taco in der Pfanne zusammengeknallt. So ein Vital-Snack ist für mich modern und frisch und gesund. Und von daher, weil er Snack gesagt hat, passt es ins Thema und ja. Ich bin ja leider, muss ich gestehen, ganz groß da drin. Zwischen süß und salzig mich abzuwechseln und dann in die vollkommene Besinnungslosigkeit zu fressen. Du fängst an mit ein paar Chips, dann gibt es ein bisschen Pralinen, Schokolade. Dann bestellt man sich eine Schweinerei, irgendwie so ein Burger, Fries mit Cheese-Soße. Dann eine Müdigkeit zu haben, dass der Rotwein geöffnet werden kann. Alter. Vielleicht ein bisschen Käse mit Crackern kommen und dann muss wieder was Süßes antanzen. Ja, das bitte. So. Von mir aus kann es genauso weitergehen mit den Nächsten und dann fressen wir uns so beim Film durch. Hallo, liebe Community. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt einfach nicht genug kriegen von... Das ist jetzt aber schon ganz schwieriger Cliffhanger, Leute. Ganz schon schwieriger Cliffhanger. Org enttäuscht. So hart ist das Leben. So ist Join, es wohl. Auf Join könnt ihr euch die ganze Folge angucken. Schaut das einfach war. Vorbei. Und ansonsten geht's aber bei uns auch gleich weiter, ganz bestimmt. Tschüss.